Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder, yo Olli für euch am Start mit Let's Play Bioshock Part 23. Hier erstmal das Zischen meiner Dose. Es ist seit der letzten Aufnahme bei mir, ich glaube, 4-5 Wochen vergangen. Deswegen, also erwartet bitte nicht, dass ich jetzt gleich wieder voll im Spielfluss drin bin. Ich weiß noch, wir wären hier in Hephaistos. Und ja, da ist noch so ein Typ und den erschieße ich jetzt da. Euch wird sofort auffallen, dass es 5000 Mal flüssiger läuft als vorher. Ich habe nämlich meinen PC sozusagen reparieren lassen. Alter, das Spiel macht da richtig Spaß. Freunde, ehrlich, nee, tut mir leid, also ich komme gerade nicht klar. Ich habe den PC lediglich reinigen lassen. Reinigen, ja? Und schon geht das Ding picobello. Das Ding war so derbe dreckig. Ich habe das ja schon seit 2,5 Jahren und ich habe teilweise wirklich in dreckigen Gegenden damit, also dreckigen Wohnungen, Studium und so weiter. Also wahrscheinlich hätte er da ein bisschen was abbekommen. Aber ey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Guckt euch das an. Bam. Mal gucken, wie es läuft, wenn es richtig abgeht. Da ist noch einer. Jetzt kann ich auch mal zielen. Jetzt kann ich auch mal zielen. Wie krass ist das denn? Also, zur Story. Wir sind in Hephaistos. Praktisch in einem sehr zentralen Bereich von Rapture. Wo wir zu Andrew Ryan vorstellen wollten. Oh, so ein Pyromant. Wo tauchst du wieder auf? Hinter mir? Nein. Wo bist du? Genau. Und wir müssen jetzt hier zum Hitzekern. Um dort wahrscheinlich irgendwie Trouble zu machen, so habe ich das jetzt verstanden. Wir haben letztes Mal auch einen Big Daddy ziemlich stylisch platt gemacht, obwohl es geleckt hat. Also ihr müsst wirklich mal... Boah! Was zum Teufel, da war eine Bombe drin! Wie frech war das denn? Und da ist ein Mülleimer. Hallo Mülleimer. Oh, wie freundlich, danke. Ey, macht das gerade Spaß? Kommt das jetzt jedes Mal? Das war ja voll frech. Okay, gut. Da kommt noch einmal. Oh, ein Teddy. Geil. Danke. Ich liebe die Musik immer noch. Ja, egal. Genau, wir sind jetzt hier auf Hephaistos. Und einen Hitzekern erreichen und müssen jetzt irgendwie den Hinweisen folgen, aber anscheinend wird uns der Pfeil oben wieder sowieso leiten. Ey, macht das Spiel gerade Spaß, ich komme nicht klar. Ist das schön, wenn es mal flüssig läuft. Nee, wirklich, ich habe wirklich nur mal den reinigen lassen, Lüfter durchblasen lassen, alles. Er läuft 5-mal schneller als vorher. Oh, was ist jetzt los? Hallo? 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 Du bist aber schon tot, ne? Ja, Leiche. Hallo? 100 Pro stehen die jetzt auf. Ja. Hallo? Ey, nee, Mann. Ich hab Angst. Hallo? Steht auf. Ah, du Hurensohn! Ja, ich bin doch da, hallo? Ja, geil, bin tot gleich. Ist das Spiel geil, wenn es flüssig läuft? Ich komme nicht klar, Leute. Es tut mir so leid, dass ich euch das zugemutet habe. Ich habe echt gedacht, das Spiel ist einfach älter, das geht nicht besser. Das ist ja total flüssig. Das kann ja richtig Spaß machen. Nee, ich hab schon gewusst, dass es ein bisschen leckt, aber so dermaßen... Mein Gott, ey, das ist ja unterschiedlich wie Tag und Nacht. Okay, Leute, ab jetzt macht Spaß. Wir sind zwar schon wahrscheinlich ziemlich schon weiter am Ende, aber dann wird wenigstens der zweite Part schön. Zweite Teil schön. Und ich laufe, ich habe geduckt gedrückt, als ich gestorben bin und laufe jetzt, wo ich wieder lebe, immer noch geduckt. Das ist natürlich saugut. Bitte, ich brauche Munition. Gibt's hier irgendwas? Ah, da waren nämlich auch Gas. Oh, Zigarette. Ja. Okay. Muss ich das jetzt nochmal machen? Das ist ein Safe. Das ist ein Safe. Ich brauche diesen Safe. Kann ich da hin? Ach, kann ich von hier aus schon hacken? Moment, kann ich da hin?
Hallo. Ah, das geht doch so. Warte mal. Auto kann ich diesmal nicht. Okay. Ich weiß, das Hacken ist nach wie vor nicht spannend, aber ich brauche dringend Muni oder Leben oder sonst irgendwas, weil sonst werde ich hier nicht mehr allzu weit kommen. Aber wir sind auch schon fertig. Wenn ich euch aber bitten darf, wäre schön, wenn ihr mir mal so ein bisschen Feedback da lassen würdet, ob ihr denn überhaupt Bioshock weiter sehen wollt. Also ich habe zwar gesehen, der Effekt mit der Kamera und so weiter kam gut an und ein paar finden es auch recht interessant, aber ich weiß, dass dieses Spiel nicht gerade selten Let's Played wurde und deswegen einfach mal so als Feedback für mich, findet ihr es interessant? Findet ihr es interessant? Ist es bei mir wieder was anderes oder interessiert es euch überhaupt nicht? Weil dann die ganze Reihe durchzuhauen, könnte ich dann auch für mich machen. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es so wirklich Leute aus dem Sack haut, aber also es macht auf jeden Fall Spaß zu Let's Playen, das auf jeden Fall. Daran liegt es nicht, so. Kommt das jetzt nochmal? Nö. Okay. Gut. Ryan Industries. Alles klar. Oh. Geld eingesackt, dann... Oh, ist das geil, Mann, wenn es mal flüssig ist. Oh, wieder schöne Musik. Tut mir leid, ich muss irgendwie immer bei Musik stehen bleiben und ich war gerade nicht mittig im Bild. Ein... Ach komm, ey, das sah aus wie eine riesige Eve-Box und ein Käffchen hinten rein. Nom, nom, nom. Und Tonband. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen Pabellon. Universitätsfuzzi. Wir sind ja so schön. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt hier. Ah! Du Arsch! Das ist so ein Scheiß, Mann. Das ist so ein Scheiß, Mann. Ich brauche dringend Verbandskästen und ich habe dem Pablo jetzt auch nicht zugehört, ne? Hallo. Okay, das machen wir. Explosionsschrot, ich übertreib jetzt einfach mal. Das ist so mies, was ihr hier betreibt, ganz ehrlich. Ah, wo kommt der hin? Okay, wir hacken jetzt mal das hier und hoffen einfach mal, dass wir Verbandskasten kriegen. Und das wirklich schnell! Was ist das? Okay, ich bin tot. Ja, okay. Oh Mann, ey. Schon wieder von hier? Alter, ey, wir machen ja gar keinen Fortschritt in dem Tat. Nee, aber ich habe auch keinen Verbandskasten, das ist behindert. Und der einzige Automat, den ich finde, ist der eine, der Granaten ausspuckt. Das ist mal richtig scheiße. Hallo, Big Daddy Lion. War's das jetzt mit dem? Ey Leute, ehrlich, also der Mr. Dragon Killer Benny, der hat gemeint, er versteht nicht, warum ich so wenig Munition habe. Ich weiß wegen meiner Kamera unten links seht ihr es auch nicht wirklich, wie viel ich habe, aber... Hallo, du bist schon ganz verbrannt. Ja komm, bring mich um, bring mich um. Bring mich um, bring mich um. Es hat keinen Sinn, Mann, ehrlich, ich brauche Verbandskästen. Es geht ja überhaupt nicht da hier. Hallo Big Daddy, lass mich vorbei. So. Kann ich jetzt bitte mal Fortschritt machen? Und mehr, wo laufe ich hin? Mehr als zwei Räume betreten. Das wäre doch mal eine Abwechslung. Und du hast jetzt nichts dabei. Danke.
Ich bin allein, scheißegal, tralililalu. Jetzt aber das Monitor. Ach, ich bin da schon, ach, ich bin hier schon, wo ich, das ist schon der Bereich, wo ich hin muss, habe ich letztens, habe ich gerade auf meiner Karte gesehen. Also bevor ich den gerade begonnen habe und... Das darf nicht wahr sein, guck mal, wer überlebt das denn? Ey, Freunde, ich will das jetzt haben, ich kauf's auch für teuer, bitte! Oh. Okay, sofort auf. Ja! Ich bin gerettet. Okay, jetzt geht's ab. Was willst du tun, du Wurre? Was willst du tun, du Fotzkopf? Ah. Hm. Okay. Gott, macht das Spiel Spaß! Da bin ich! Da ist schneller nach, Alter! Könnt ihr aufhören, das Selfie zu beamen? Hallo? Ja, dann mach mal. Und vor allem stinkst du. Hallo. Tja. I like the way you die, boy. Oh, der wollte mal vor seinem Tod mal richtig, ne? Nein. das habe ich jetzt nicht gerade gemacht. Gut, wir gehen mal weiter rein, Leute. Wir gehen weiter rein. Was haben wir hier? Eine Eve-Spritze, wieder Leiche, Pistolen, Kugeln. Das sieht ein bisschen überlastet aus. Darf ich da rein? Hier haben wir nochmal MG-Munition. Und da stampft was über mir. Wahrscheinlich wieder ein großer Vater. Der hat eine Sister dabei. Leider habe ich im Moment keine Momni für den. Zumindest nicht genug, um ihn zu... Ne? Okay, gucken wir mal. Was haben wir hier? Oh! Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Kiburz und den Werkstätten gegeben. War schon richtig. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Aber manchmal ist die große Zigarette noch ganz gut zu gebrauchen. Okay, jetzt hat irgendwie ihn vernascht. Ja. Ziel erreicht, suche den Hitzeverlustmonitor. Neues Ziel, gehe zu Kyburz Werkräumen. Okay. Dann machen wir das mal. Ich frage mich, wann ich diesen Big Daddy da schlachten sollte. Und der hat eine Little Sister dabei oder hat er keine dabei? Ich habe eine Little Sister gehört, aber ich glaube, die ist ein bisschen weiter weg. Ich habe auch vorhin eine gesehen, diesen Zwischenraum, wo diese ganzen Leute da plötzlich aufgestanden sind. Puh, Mann! Ey, hör doch mal auf mit dem Scheiß! Halt's Maul! Jetzt kann ich endlich mal richtig zielen, ey. Endlich. Nachdem die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ja. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ach, Andrew. Ich verstehe es vor allem nicht. Warum ist der so? Sieht er nicht, was aus seiner Stadt geworden ist? Also, es wird mir echt ein Vergnügen sein, den Typ in den Arsch zu treten. Genau, jetzt muss ich anscheinend wieder nach oben. Den muss ich platt machen noch irgendwann. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Bazooka? Könnte ich den einfach nicht irgendwie so schnitzeln? Mit Kontaktbienen nicht wirklich. Ich werde zweifellos sterben. Nee, ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich glaube, ich lasse den erstmal stehen, den Typ. So, jetzt da rein.
Aha, wunderschön. Gucken wir mal weiter. Oder ich wollte eigentlich auch mal mir angewöhnen. Und da ist ja noch einer. Okay, Leute, ich brauche Munition. So, jetzt bin ich in den Werkraum. Durchsuchen Sie die Werkräume. Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Hallo, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Oh, das ist nicht so gut. Ja, Big Daddy, komm schon. Hallo, warum geht der jetzt auf mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, super, gute Arbeit. Ich hab so viel Munition. Ich hab gar nichts gemacht. Da greift er mich einfach an, der Hurenbock. Ah ja. Super. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir die Werkkammer durchsuchen. Ich verstehe vor allem gar nicht wofür, aber durchsuchen die Werkräume noch Informationen, wie der Kern überlastet werden könnte. Ah, okay. Also wir müssen den Kern überlasten. Damit wir ein bisschen was kaputt machen, ne? Genau, das ist gerade das Ziel. Alles klar. Gut. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Part 24. Das war euer Olli für euch und von den Aufregers. Bis dann. Over and out. Ciao.